So, ich bin gerade nervös. Ich kann nichts sagen. Ich will jetzt gerade auch nichts sagen. Schon. Nee, dann lass es. Wir gucken uns hier schon ein paar OPs an im Fernsehen. Da. Und herzlich willkommen auf Isabos Kanal. Hi! Ich habe heute die Begrüßung gemacht. Ja, voll cool. Soll ich jetzt weitersprechen? Ja, sehr gerne. Izzy und ich. Also wir, ich weiß, ich bin voll aufgeregt. Warum bin ich hier jetzt aufgeregt? Voll Quatsch. Also wir sind jetzt auf dem Weg. Ich spreche mal für Izzy, weil Izzy fährt Auto, muss sich konzentrieren. Wir sind heute auf dem Weg nach Düsseldorf in die Kö-Klinik, weil Izzy hat ihren zweiten Beratungstermin für die Brust-OP. Da fahren wir jetzt zusammen hin, haben vorher bei McDonald's gehalten, haben uns ein bisschen versorgt, haben davor noch eine Kleinigkeit gegessen und fahren vorsichtig, weil das Wetter ist sehr doof. Also es schneit immer mal wieder, es ist kalt, so. Ich bin gespannt, ich bin nervös, wie immer. Izzy ist nervös, hat nur ein T-Shirt angezogen. Ja, ich guck raus, es schneit, hat keine Zeit mehr. Also unglaublich, aber ich bin wirklich gespannt, was der Tag heute bringt. Wir nehmen euch ein bisschen mit und dann erzähle ich euch später, wenn ich zu Hause bin. Oh, jetzt habe ich gewackelt, doll. Also Izzy erzählt euch, wie es war. Sie ist aufgeregt, sie ist gespannt und ja, sie nimmt euch heute mit durch den Tag. Ich bin gespannt, was am Ende dabei rumkommt, wie das Video wird und bleibt doch einfach dran. Hallo meine Lieben, wir sind jetzt in Düsseldorf angekommen. Wir sind im Parkhaus, Kühlparkhaus sogar, ne? Ja. Durch Zufall gefunden. Wir gehen jetzt erstmal noch was trinken, wir sind eine Stunde zu früh da. Übrigens, wollte ich noch sagen, dass es jetzt keinerlei Kooperation oder so ist. Ja, wir gucken einfach mal, was der Arzt sagt, was der Arzt machen kann, ob die überhaupt Lust haben, was an mir zu machen. Die sind irgendwie voll die Bonzen auf. Ja, ja. Krass. Ja, es ist so das Herz hier von Düsseldorf, ne? Kühlstraße 23, weißt du? Oh, hier ist ein Bäckerschatz. Weißt du noch, welche Nummer das war? Ja, 64. Hier ist ein Café, Schatz. Wollen wir da rein? Ja, wir gehen da jetzt erstmal rein. Die ist voll schön. Ich höre mir das erstmal in der Klinik an. Es kann auch sein, dass ich da gar nicht meine Brüste operieren lasse, also mal schauen. Wir sind jetzt hier bei Illy Café, heißt das so? Kaffee. Da nehme ich was anderes. Guck erstmal. Die Klinik müsste hier nur ein paar Meter weiter sein. Das ist wie eine andere Welt. Hier fahren dicke BMWs und Porsches rum. Ja, bei uns auf dem Land sieht man sowas nicht so häufig. Genau, wir werden erstmal gleich gucken, was der Arzt sagt. Es ist jetzt schon mein zweiter Beratungstermin und ich habe mich dazu entschlossen, auf jeden Fall keine Bauchstraffung machen zu lassen. Erstmal, weil es so ein großer Schnitt ist. Und ich, ja, Frieda ist gerade mal 6 Monate, ne? Oh, meine Schwester ist live. Oh, ist das hier schön. Ernst? Jetzt nicht mehr. Wir gucken einfach mal. Ich passe schon auf sie auf, keine Angst. Kühlklinik links. Okay, links. Oh Gott, das ist so schön hier. Wir sind da. Krass, das ist mitten in der Passage, die Kühlklinik. Guck mal, da ist die Passage und hier geht man einfach durch. Oh mein Gott, ist das ein Fahrstuhl? Das sieht aus wie, kennst du Resident Evil? Nein. Da kommt auf einmal so Leder. Du bist voll aufgeregt. Da kommen auf einmal so Laser, dann werden die so durchgeschnitten, die Menschen. Wir sind in E-Mail. Ich bin so nervös. So, viertes Obergeschoss, Schatz. Viertes Obergeschoss? Ja. Ich hab voll geschrien, die haben mich bestimmt bis oben gehört. Ja. Knie-OP. Das wurde ich noch nie operiert, du? You don't think before you act. There's something really off about that. Can't you see the problem with just caring about yourself? So, ich bin gerade nervös. Ich kann nichts sagen. Ich will jetzt gerade auch nichts sagen. Nee, dann lass es. Wir gucken uns hier schon ein paar OPs an im Fernsehen. So, meine Lieben, wir sind jetzt im Fabiano. Ja, Fabiano. Fabiano, das ist richtig. Hi. So, ich habe hier mein Mäppchen. Genau, steht alles Wichtige drin. Es gibt Spaghetti, Acleo, e Olio, so mit Knoblauch und so. Ich habe voll die gute Laune. Ich bin einfach noch geflasht für das Beratungsgespräch. Das ist so krass. Ich hatte 2 Termine jetzt
Und unterschiedlicher können diese Termine nicht sein. Und ich bin einfach gerade mega glücklich, dass nicht ich nur fachlich, ne? Nicht nur fachlich, persönlich auch. Ja. Und ich bin einfach mega zufrieden gerade. Minderrad. Carbonara. Guten Appetit, Schatz. Guten Appetit. Dir auch, danke. Wir essen jetzt und ja, wie gesagt, ich bin mega happy. Guck mal, ich habe noch rote Ohren, Schatz, weil ich so aufgeregt bin. Jetzt kommt so die Anspannung fällt so runter. Jetzt müssen wir erstmal alles bequatschen, Linda und ich, und dann melden wir uns später. Ich berichte euch auf jeden Fall. Hi, meine Lieben. Ich bin zurück. Es ist der nächste Tag und wir waren ja gestern in der Kühlklinik und haben uns ein zweites Beratungsgespräch angehört. Das heißt uns, also Linda hat mich begleitet und ich habe mir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, habe drüber nachgedacht, habe euch auch schon auf Instagram in einem Livestream direkt nach dem Termin berichtet. Jetzt wollte ich das auch nochmal im Video machen. Ich konnte eine Nacht drüber schlafen und wollte euch einfach mal erzählen, wie es war. Und ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, dass ich so leicht geschockt war. Ich hatte jeweils immer ein Beratungsgespräch bei einem Arzt, aber jetzt in zwei verschiedenen Kliniken. Und unterschiedlicher konnten diese Beratungsgespräche nicht laufen. Und ich werde euch gleich auch sagen, was und wo der Unterschied war. Und für was ich mich schlussendlich entschieden habe. Ich möchte auch hier nochmal ausdrücklich sagen, wenn ihr euch für eine OP entscheidet, holt euch mehrere Meinungen ein von Ärzten. Das habe ich auch schon früher immer gesagt, das habe ich auch gemacht. Ich habe jetzt auch noch ein drittes Beratungsgespräch in Hannover bei einer anderen Praxis. Allerdings kann ich jetzt für mich sagen, dass ich dieses Gespräch nicht mehr in Anspruch nehmen werde, weil ich mich in der Köhl-Klinik, wo ich gestern war, sehr, sehr wohl fühle. Mein Bauchgefühl sagt, das ist der Arzt, das ist die Klinik, ich habe 100% Vertrauen und möchte es gerne dort machen lassen. Ich war geschockt gestern und so voller Euphorie, weil ich gestern ein Beratungsgespräch hatte in der Köhl-Klinik mit dem tollen Arzt. Den Namen, den kann ich jetzt noch nicht sagen, sondern erst, wenn die OP fertig ist. Und da habe ich einfach etwas erlebt, womit ich nie gerechnet hätte. Menschlich und persönlich waren das komplett zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich wurde gestern ganz anders behandelt als wie bei meinem ersten Arzt. Ich habe euch ja schon vom ersten Beratungstermin berichtet. Das Video setze ich euch auch gerne nochmal unten rein. Das war natürlich total die neue Erfahrung. Ich habe sowas noch nie gemacht und ich war der Meinung, boah, der Arzt ist super gut und der Arzt oder der Chirurg muss so sein. Die sind nun mal so etwas kühler vom Charakter und die sind halt nur auf das Ergebnis aus. Menschlich war da nicht viel. Mir wurde gesagt, ich bin zu dick, ich müsste erstmal 5 Kilo abnehmen. Ich hatte dem Arzt auch beim ersten Gespräch erzählt, dass ich 3 Kinder habe und ich deswegen auf jeden Fall in der Klinik bleiben möchte, ein paar Tage, damit ich zu Hause halt mich nicht übernehme. Und da hieß es nur, das interessiert ihn nicht, würde ihn nichts angehen, darum müsste ich mich kümmern um die Angelegenheit. Dann hatte ich nach seiner Referenz gefragt, wie viele Brust-OPs er denn macht. Und das ist für mich selbstverständlich eine ganz normale Frage. Und diese Frage hatte er sich sehr persönlich genommen und war, ja, ich hatte den Eindruck, der Arzt war da sauer auf mich. Also ich hatte den Eindruck, menschlich oder persönlich würde ich den Arzt nicht interessieren, sondern nur meinen Körper. Ich habe euch aber auch im ersten Video zum Beratungstermin erzählt, dass ich sehr zufrieden bin mit dem Arzt und er sehr kompetent ist. Im Endeffekt kann es einem ja egal sein, ob der Arzt nett ist oder nicht. Hauptsache, er macht das gut, was er machen soll. So war mein Gedanke und ja, es war für mich so mein erstes Gespräch. Es ist normal. Die Ärzte sind nun mal so, man kommt dann halt rein und man stellt sich da sofort hin und man wird direkt begutachtet. Der Arzt im ersten Gespräch hat sich ja nicht mal vorgestellt, doch mit Namen vorgestellt, aber sofort, dann kommen Sie mal mit, stellen Sie sich da hin und ziehen Sie sich schon mal aus. So, ich dachte, das wäre normal. Gestern aber, das war wie eine neue Welt für mich, also das ist so heftig, es war so ein krasser Unterschied. Ich saß im Wartezimmer, ich wurde Punkt 12 Uhr aus dem Wartezimmer vom Arzt abgeholt. In der ersten Praxis mussten wir eine halbe Stunde warten. Der Arzt hat sich erstmal persönlich vorgestellt, so einen kleinen Lebenslauf, hat was von der Klinik erzählt und ich musste erstmal erzählen, was mich stört an meinem Körper. Und er hat sich das alles ganz geduldig angehört und hat mir auch zugestimmt und war sehr einfühlsam. Im ersten Gespräch hatte ich das überhaupt nicht, wie gesagt, da hat sich der Arzt nur mit Namen vorgestellt und ich musste mich da sofort hinstellen und ausziehen. Ja, das ist richtig krass. Der Arzt ist auf mich eingegangen, er hat Verständnis dafür, dass ich 3 Kinder habe und meinen Körper oder meine Brüste wieder schön haben will. Er hat klipp und klar gesagt,
er kann die Bauch-OP und die Brust-OP nicht zusammen machen, weil es Wundheilungsstörungen geben kann. Und für den Körper ist das einfach zu viel und er möchte natürlich nur das Beste für den Patienten. Er hat auch gesagt, eine Bauchstraffung ist bei mir nicht nötig. Mein Gewebe ist trotzdem, dass es halt diese Dehnungsstreifen hat, noch intakt und gut. Und das kann man mit Sport machen und mit Ernährung. Also er hat mir da richtig zugesprochen, so zum Motto, Mädchen, das kriegst du auch ohne OP hin, deinem Bauch. Du musst halt nur was dran machen. Richtig gut. Und er hat mir so das Gefühl wieder gegeben, wow, dein Körper, du kriegst das hin, das schaffst du alleine. Bei dem ersten Arzt hatte ich das Gefühl, ja, ich bin halt dick. Er hat mir das ja so gesagt, erstmal müssen sie 5 Kilo abnehmen, überall, das ist überall Fett. Und ich hatte halt nicht kein schönes Gefühl, als ich da rausgegangen bin. Und ich weiß noch, der Arzt hat auch gesagt beim ersten Gespräch, was kaputt ist, kriegt man nicht mehr schön. Gestern war das so, ich habe mich da hingestellt, habe mich ausgezogen und er hat das Erste, was er gesagt hat, ja, das kriegen wir hin, das wird schön. Und dann freut man sich doch als Frau, wenn der Arzt einem sagt, das ist alles möglich, was man sich vorstellt und es schön wird. Ich habe mich gestern in dem Gespräch einfach total gefreut, wertgeschätzt als Mensch. Als Person, nicht nur als irgendwie ein Objekt, was da steht und was dann operiert werden muss. Und was ich auch total klasse finde bei dem Arzt gestern, dass er mir halt gezeigt hat, was möglich ist und was nicht. Aber auch, dass man zum Beispiel da 3 Tage in der Klinik bleibt, falls irgendwas passiert oder vorfällt, dass ich da bin, dass der Arzt da drauf schauen kann jedes Mal. Beim ersten Gespräch habe ich mir ja auch zum Beispiel ein BH angezogen, wo die Implantate reinkamen, um zu gucken, welche Körbchengröße mir gefällt. Und der Arzt hatte mich gestern auch gefragt, was ich mir vorstelle. Ich habe gesagt, ja, so 400 Gramm waren das, glaube ich, diese Testbrüste, sage ich mal. Und der Arzt gestern meinte auch so, okay, sie sind sehr schlank, ich finde 400 Gramm schon zu viel. Und der Arzt im ersten Gespräch glaubt, er hätte einfach reingeballert, was ich ihm halt gesagt hätte. Und mein Arzt von gestern, ich sage jetzt mein Arzt, weil ich mich schon für diesen Arzt entschieden habe und er wirklich toll ist, ja, der hat gesagt, ja, ich würde bei Ihnen 325 bis 350 Gramm nehmen, weil Sie halt sehr schlank sind und es soll halt auch noch natürlich und schön aussehen. Und genau das ist es ja, was ich möchte. Wo er mich gestern zu 100% überzeugt hat, war, als er mir erzählt hat, dass in der OP ein Implantat reinkommt, um zu schauen, welche Größe man braucht. Und dieses Implantat wird dann quasi mit einer Flüssigkeit, mit einer Spritze immer weiter gefüllt. Und dann wird es halt immer größer. Und dadurch kann man halt sehen, wie groß es am Ende wirklich sein wird. Was ich daran so toll fand, er sagt, das entscheide ich nicht alleine im OP, was gut aussieht, ob zu viel oder zu wenig, sondern auch die OP-Schwestern, die mit im Raum sind, gucken dann und sagen, oh, das ist vielleicht schon zu viel, das ist schon zu unnatürlich, vielleicht doch ein bisschen weniger. Das ist für mich total klasse, dass er nicht nur nach seinem Geschmack geht, sondern auch halt die Frauen im OP fragt. Wie cool ist das denn? Ich finde das mega cool, dass er da halt seine Kompetenzen als Arzt auch abgibt oder sich auch noch andere Meinungen dann einholt. Der Arzt ist auf jeden Fall klasse. Er hat es geschafft, mich zu motivieren, meinen Bauch jetzt zu trainieren. Erstmal selbst versuche, diesen Bauch wieder in Form zu bekommen. Zum Beispiel auch der Unterschied. Mein Arzt hat gesagt, ey, die Schwangerschaft ist gerade mal ein halbes Jahr her. Wir brauchen erstmal noch ein halbes Jahr obendrauf, damit sich der Bauch komplett zurückgebildet hat von der Schwangerschaft. Der erste Arzt, wo ich war, der ist ja gar nicht drauf eingegangen. Der hat nur in die Babyschale geguckt. Oh, wie alt ist er denn? Das hat ihn nicht mal interessiert, ob Junge oder Mädchen. Ja, ein halbes Jahr. Ja, ja, okay, gut. Aber er hätte trotzdem diese Bauchstraffung gemacht. Beziehungsweise ich hätte erstmal abnehmen müssen und dann diese Bauchstraffung. Und er ist halt auch der Meinung, die Haut, die da schon so hängt, dass man die nicht mehr zurückbekommt. Auch nicht mit Sport. Ja, und mein Arzt gestern, der hat gesagt, wir warten erstmal mit der Bauch-OP, machen wir erstmal den Busen. Und in der Zeit, wo wir die Brust-OP machen und davor und danach, hast du noch die Zeit, an deinem Körper zu arbeiten. Was will man mehr? Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Ende Mai habe ich dann den Operationstermin. Ich habe zugestimmt.
Ich muss jetzt nochmal zum zweiten Beratungstermin in die Klinik. Die machen immer zwei Beratungstermine, das ist immer toll. Ich habe hier auch diesen Bogen bekommen. Ich wurde direkt über die Risiken aufgeklärt. Darüber können wir auch nochmal gerne ein Video machen. Ich hatte auch gefragt, ob wir vielleicht zusammen mit dem Arzt ein Video machen können, weil ganz, ganz viele Fragen von euch kamen. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare oder stimmt ab, ob ihr Bock darauf habt, mit dem Arzt zusammen eure Fragen zu beantworten, weil ich bin da nicht vom Fach. Aber der Arzt, mein Arzt wird das bestimmt machen. Ich habe auch gefragt, ob ich für euch filmen kann. Ich kann euch sagen, es wird keine nackte Brust in diesen Videos geben. Ich werde mich nicht blank ziehen oder so. Aber ich denke, man sieht auch schon so ein schönes Ergebnis vorher, nachher. Ich habe gefragt und ich darf das Ganze natürlich filmen. Brust-OP kostet mich, Moment, 6.500 Euro. Zwei Implantate und eine kleine Straffung auf der linken Seite mit einer kleinen Narbe um der Brustwarze herum. Nach dem zweiten Beratungstermin in der Kühlklinik kann ich euch gerne nochmal berichten, wie es war. Da treffe ich dann auch die Hautärztin von der Klinik, weil die Schwangerschaftsstreifen können wir ja nicht wegschneiden. Aber man kann die weglasern lassen. Wenn euch das Thema interessiert, kann ich euch da auch vielleicht mitnehmen. Da wäre ich sehr, sehr happy, wenn man die Dehnungsstreifen vielleicht auch noch ein bisschen besser wegbekommt. Ja, das erstmal dazu. Jetzt wisst ihr schon mal Bescheid. Es wird die Kühlklinik werden. Ich habe da meinen Arzt gefunden. Ich bin sehr, sehr happy. Ich habe auch jetzt gar keine Angst mehr, aber ich werde auf jeden Fall aufgeregt sein vor der OP und es sind halt auch immer noch Risiken, worüber wir nochmal sprechen werden. Ich mache jetzt erstmal die nächsten Wochen etwas Sport, nehme euch da mit, zeige euch die Gewichtabnahme. Ich hoffe, das klappt, aber ich bin motiviert, wie gesagt, und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!